Hallo Freunde, der Elbert informiert, Power Through Light, das sind natürlich Themen, wie kriegen wir die Power zum Licht hin und was da bei LEDvance geht und was da Photovoltaik und Solarpanels miteinander zu tun haben, Speicher dabei sind, alles das seht ihr jetzt. Hallo Freunde, der Elbert sucht immer was Neues und ich möchte euch auch informieren, was es Neues in der und von der Industrie gibt. So, wenn wir jetzt von Lampe und Leuchte reden, dann haben wir relativ schnell auch LEDvance im Kopf und wir kennen das, da kommen Leuchtmittel, oder auch Sanierungslösungen. Aber jetzt geht's ja weiter. Wenn wir Strom verbrauchen, wäre es ja eigentlich auch idealerweise, dass wir den irgendwie bekommen. Und wie wir das einfangen, Oliver steht neben mir, das werden wir jetzt erfahren, weil das hatte ich vorher gar nicht auf Schirm. Und jetzt wissen wir noch viel mehr. Oliver, ihr sammelt die Energie der Sonne ein? Ganz genau. Dadurch, dass wir im Licht Strom verbrauchen, haben wir uns überlegt, okay, wie können wir eine Lösung schaffen, damit die Kosten auch entsprechend niedrig sind. Ja, klar. Dementsprechend haben wir hier unser komplettes System aus dem Photovoltaikbereich. Wir haben uns überlegt, okay, was ist für den Kunden wichtig? Und für den Kunden ist es wichtig, einen Ansprechpartner zu haben. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir konzentrieren uns auf den gesamten Produktbereich. Wir haben hier einmal Module, mit denen wir das Licht erfassen. Ja, genau. Haben dann wiederum den entsprechenden Wechselrichter, unseren Hybridwechselrichter bis zu 10 kW, der dann letztendlich die Energie aufnimmt von den Modulen und entsprechend an die Batterie abgibt, mit also der wir... ihr habt tatsächlich das Komplettpaket, also ihr seid weg vom Licht, ihr seid Energieversorger geworden. Das ist ein Energiespeicher. Das ist, wir sammeln die Energie der Sonne ein und das kann ich alles bei euch bekommen. Also so Panel. Panel, Wechselrichter und auch die entsprechende Batterie, um letztendlich ein autarkes System für dein Zuhause zu schaffen. Ja, wunderbar. Wenn das jetzt so sieht, hat das damit zu tun, dass die irgendwie Modularaufbau sind, wenn nicht mehr sind? Könnte das sein? Ganz genau. Wir haben hier ein modulares System mit den einzelnen Modulen, jeweils mit 4 kW versehen. Ja. Wir haben die Möglichkeit, 5 Module aufeinander zu stapeln, damit wir 20 kW erreichen. Haben dann auch die Möglichkeit, die einzelnen Module parallel zu stapeln, dass wir bis zu 8 Systeme haben. Also das heißt, ich kann mir da eine ganze... ja, Anlage bauen und bin nicht fixiert auf ein Modul, was irgendwie eine gewisse Höhe hat, wo das vielleicht auch baulich nicht passt? Quasi. Sie haben quasi das, beziehungsweise du hast die Möglichkeit, wenn du ein größeres System hast, das größer als 20 kW sein soll, hast du die Möglichkeit zu erweitern. Bis zu acht Stapel quasi nebeneinander. Wahnsinn. Da habt ihr euch richtig Gedanken gemacht. Also nicht nur, wir haben das Thema Licht und wir kriegen Licht ins Gebäude. Jetzt können wir auch noch, also wenn wir schon energiesparmäßig unterwegs sind in unseren Lichtinstallation, dann können wir jetzt eigentlich das bisschen, was wir brauchen, holt ihr euch über Tag rein und das bietet ihr ein Gesamtkonzept an. Genau, das ist unser Ansatz, dass wir als Gesamtanbieter nicht nur Licht bieten wollen, sondern auch die entsprechenden Photovoltaikprodukte. Das demnächst immer mehr und wo so ein Ansprechpartner dezentral aufgestellt. Ich finde euch überall, also da geht es. So ist es. Also wenn ihr davon mehr wissen wollt, dann könnt ihr auch bei LEDvance demnächst die Sonne einfangen, die Kraft speichern und wie viel das ging, hat Oliver gerade erzählt. Ich finde es stark. Also wenn ihr dafür mehr wollt, die LEDvance-Mitarbeiter sind überall dezentral aufgestellt, sonst über den Handel. Den Kontakt zu euch gibt es auf jeden Fall. In diesem Sinne, vielen Dank, Oliver. Das war sehr interessant. Danke dir. Und wir wollen demnächst mehr sehen. Wunderbar.